Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Endlich, so lange musstet ihr warten. Ich wollte eigentlich keinen machen, aber irgendwie ist es dann doch wieder passiert. Ich merke auf jeden Fall, dass ich nicht mehr so DM-süchtig bin wie damals. Das ist ja schon mal gut. Aber ich habe trotzdem 40 Euro bezahlt und ich weiß irgendwie gar nicht mehr wofür. Zwei Tüten voll sind es geworden. Und schauen wir uns das mal zusammen an. Ich suche mal den Kassenbon, damit ich euch das gleich sagen kann. Und dann starten wir auch mal. Ich habe mir geholt mein Rexona Maximum Protection Deo. Das ist ja für mich immer noch das allerbeste Deo auf der Welt. Ich habe ja jetzt schon andere ausprobiert, aber keins ist so gut wie das hier. Und deswegen habe ich mir das nochmal nachgekauft. Und ich glaube, das kostet so um die 5 Euro. Ja. Und das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Das hilft sehr, 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 sehr gut gegen Schwitzen. Ja. Dann habe ich mir eine Handcreme geholt, weil ich muss mal langsam was für meine Hände tun. Ich hasse meine Hände. Sie sind so kaputt und ich fummel immer weiter dran rum und es tut weh und es sieht scheiße aus. Und jetzt habe ich mir von Nivea SOS Handbalsam Repair and Care Hydra IQ Sofort Hilfe für rissige Hände. Eigentlich sind meine Hände nicht mehr rissig, sie sind einfach nur zerstört. Und diese Handcreme hat gekostet 2,75 Euro. Ich habe sie auch schon ausprobiert, sie ist sehr, sehr reichhaltig. Ich habe natürlich viel zu viel drauf gemacht, weil ich dachte, ne, umso mehr, desto besser. Ja, aber sie ist wirklich gut. Mal gucken, wie sie im Langzeittest. Damit meine Hände ja auch wieder gut aussehen, müsste ich einfach mal aufhören, da dran rumzufummeln, was ich schon so oft gesagt habe. Dann habe ich mir noch eine Balea Handlotion geholt für die Arbeit. Die möchte ich dann nämlich hinstellen. 1,75 hat die nur gekostet. Da sind 300 ml drin und die soll nach Erdbeer riechen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Schauen wir mal. Oh, sie riecht auf jeden Fall richtig nach Erdbeer. Zwar nach künstlicher Erdbeere, aber sie riecht nach Erdbeer. Oh. Doch, ich mag Erdbeeren. Außerdem sieht das Design voll gut aus und ich finde es mit diesem Pumpspender richtig toll für die Arbeit. Dann kann man einfach mal, wenn man mal nach hinten geht oder so, sich die Hände eincremen. Was jetzt mein Vorsatz ist. Hände fliegen, Lena. Ja, dann wurde ich ja von euch darauf aufmerksam gemacht, dass Catrice Sortimentswechsel bald hat und jetzt der Sale stattfindet. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden und zwar einmal den Made to Stay Smoothing Lip Polish in der Farbe 040 Let's Red Loud. Das ist hier dieser 8 Stunden Dingsbums bla. Jetzt kriege ich den natürlich nicht auf. Und der ist mega, mega rot. Also der ist so knallerot, also ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt was für mich ist, aber das war der einzige reduziert und ich wollte die ja unbedingt mal ausprobieren. Und der hat gekostet 2,45 Euro und normalerweise kosten die, glaube ich, um die 5 Euro. Und ja, den finde ich cool, hoffentlich. Werde ich euch ja dann mal berichten, wie der war. Dann habe ich, also nicht von Catrice, aber von Essence, mir einen Lippenstift gekauft in der Farbe 040, was laber ich denn? Die Nummer 10, Cotton Candy. Und warum habe ich diesen Lippenstift vorher noch nicht gefunden? Übrigens hat er 2,25 gekostet. Alter. Oh mein Gott. DM hat mich betrogen. Oh mein Gott, er hat mir den Lippenstift zweimal abgezogen. Deswegen habe ich so viel Geld bezahlt. Oh, was? Ich habe den Lippenstift zweimal bezahlt. Hier steht zweimal 2,25. Ich habe doch nur einen. Oder habe ich zwei? Nein. Mal voll abgezogen. Ja, warum? Weil ich hier im Ghetto einkaufen war. Da wird man sogar von den Verkäufern abgezogen. Ja, er macht sich jetzt einen bunten damit, mein 2,25. Oh, jetzt bin ich voll enttäuscht. Auf jeden Fall sieht der so aus. Na gut, er ist auch 5 Euro wert, weil die Farbe so toll ist. Ich habe ihn jetzt auch drauf.
Ja, und wo war dieser Lippenstift die ganze Zeit? Ich habe noch keinen Lippenstift von Essence, deswegen, ich stehe ja so auf die von P2. Bin jetzt mal gespannt, ob die genauso gut sind. Aber diese Farbe ist ja echt der Hammer. So eine geile Farbe hatte ich bei P2 nicht gefunden. Und deswegen musste der mit, auch wenn ich ihn jetzt doppelt bezahlt habe. Wow, sowas kann immer nur mir passieren. Mir passieren immer solche Sachen. Na gut, dafür habe ich aber dem anderen Zeug gespart. Ich habe mir einen Nagellack, einen Topcoat, Effektcoat von Catrice geholt aus dem Sale. Der hat gekostet 1,35 €. Das ist die Nummer, der war mir auch so ein bisschen gehypt gewesen. Nummer 45, Kitsch Me If You Can, mit diesen rosé-goldenen, passt ja eigentlich zu meiner Uhr. Na, nicht ganz. Rosé-goldenen Plättchen. Und der sieht bestimmt ganz cool aus. Einfach 1,35 €. Und noch einen anderen Effektcode habe ich mitgenommen. Die Nummer 50, Glitterazzi. Das ist hier so ein Glitzerton. Und ja, mal schauen, wie das auf den Nägeln aussieht. Aber ich meine, hallo, 1,35 €. Es glitzert. Ich muss es haben. Oh, wie cool. Jo. So, was haben wir denn hier noch? Ich fasse es nicht, dass der mich abgezogen hat. Mache ich nicht. So, von Catrice Mattifying Oil Control Paper. Die haben gekostet 1,35 € auch. Haben die die Nagellacke wirklich? Ja. Was? Nummer 50? Mann, ey. Der hier hat 2,75 € gekostet. Der war gar nicht im Sale. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Der stand in einer falschen Reihe. Toll, ich dachte, der ist im Sale. Nein, ich habe ihn mir jetzt für 2,35 € gekauft. Was habe ich für ein Pech. So verpeilt kann natürlich wieder nur Lena sein. Ja, die haben auf jeden Fall 1,35 € gekostet. Und das sind so eine Paper, wo man nicht mehr glänzen soll. Und die fand ich ganz gut für die Handtasche. Und da werde ich auch mal gleich eins ausprobieren, weil wie ihr seht, glänze ich gerade richtig. So, hat es jetzt geholfen? Ja, das Blatt ist auf jeden Fall nass. Naja, jetzt habe ich halt sowas. Wollte ich auch schon immer haben. So, dann haben wir, Moment, habe ich mir ein Deo geholt auf Empfehlung von einer lieben Arbeitskollegin. Das Antitranspirant Stress Protect von Nivea. Das ist ja jetzt neu. Und das kostet 1,55 € und ich hatte heute, nachdem ich es gekauft habe, in der Werbung gesehen, dass wenn man das kauft, kriegt man ein zweites dazu. Der Verkäufer war wahrscheinlich gerade so sehr mit Quatschen beschäftigt und dabei mich zu bescheißen, dass er vergessen hat, mir das zu erwähnen. Deswegen habe ich nur eins. Aber meine Arbeitskollegin meinte, dass das wirklich, wirklich richtig, richtig gut sein soll. Also ich weiß nicht, ich kann immer nicht vorstellen, dass so eine Spray-Deos irgendwie helfen ging. Schwitze. Und ja. Dann habe ich mir hier sowas geholt. Ein Reiseset. Wo ich aber auch noch nicht weiß, ob ich das überhaupt brauche. 2,55 €. Also eigentlich schon. Ich fliege ja demnächst nach New York. Und ich wollte mir halt ein bisschen irgendwie so eine Creme oder so mitnehmen. Weil ich halt beim Flug immer total drunter leide. Unter diese Bedingungen. Da ist meine Haut trocken. Meine Lippen trocknen megamäßig aus. Und da habe ich gedacht, dass ich mir da wenigstens ein bisschen Creme oder so reinmachen kann. Und ja, deswegen habe ich halt dieses Reiseset gekauft. Dann habe ich mir von Vella Pro Series, das hat gekostet 2,95 €. Das ist so eine Haarkur, extra für blonde Haare. Die war reduziert. Und ja, Farbbehalt für mehr als 40 Haarwäschen. Und das ist eine Haarkur mit Farbtonschutz. Ja, mal gucken, ob die klappt. Also ins feuchte Haar einmassieren, 2 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Kann ich euch ja dann berichten, natürlich, wenn sie gut war. Oh mein Gott, ich bin ja schon fast fertig. Ein Catrice Blush ist noch mit dabei. Der hat gekostet 1,75 €. Das ist die Nummer 050 Apropos Apricot.
Aber so eine Farbe habe ich noch nicht. Ja, also so sieht der aus, ganz, ganz hell. Schauen wir mal. Hat so einen leichten goldigen Schimmer. Und ja, da ich jetzt auch anfange, so halbwegs Blushes zu sammeln, habe ich den jetzt. Oh mein Gott, ich bin so verpeilt. Ja, mein Akku war gerade leer, also irgendwie ist es gerade ein mega verpeiltes Video. Dann habe ich mir noch was geholt. Ich glaube, das war das teuerste an meinem Einkauf. Vorsicht. Was ist los mit mir? Ich kann keine Videos mehr drehen. Und zwar habe ich mich mal dazu entschieden, diese P2 UV-Lights-Teile auszuprobieren. Das ist einmal dieser Base Coat, der kostet 3,95 €. Sehr teuer. Dann dieser Farbcoat hier. Kostet auch 3,95 € und dieser Topcoat auch 3,95 €. Und das soll ja hier so UV-Lacke sein. Ich habe ja noch so eine UV-Lampe von Essence, weil ich mir dieses Gel Nails at Home geholt habe, was aber leider gar nichts für mich ist. Das ist mir zu viel Fummelarbeit. Da komme ich nicht drauf klar. Und deswegen versuche ich das jetzt einfach mal damit. Da sollen ja auch die Lacke länger halten. Und das probiere ich gleich mal aus. Ja. Und dann kann ich euch ja sagen, ob die cool sind oder nicht. Ich habe sie bisher noch bei keinem Haul gesehen, den ich geguckt habe. Deswegen weiß ich auch gar nichts von denen, ob die gut sind oder nicht. Ich habe die jetzt einfach mal gekauft. Und ja, das sind sie. Ganz schön teuer waren die. Das war's, meine Zuckerschnuten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch ganz bald wiedersehen. Und was gibt es denn noch für andere neue Sachen bei DM, die ich jetzt übersehen habe? Ja, oder habt ihr irgendwas davon? Das finde ich immer am interessantesten, wenn ihr schreibt, oh ja, das habe ich auch, das ist voll doof, Lena, oder das ist voll gut. Und ja, genau. Bis bald. Tschüssi.